eigenes Haus oder eine Wohnung kaufen und dann noch vermieten, das ist doch total teuer und unrealistisch, oder? Bei diesem Mann klingt das allerdings ganz anders. Immo Tommy. So, du hast es vielleicht auch mitbekommen. Es geht in den Medien einiges zum Thema Immo Tommy rum. Immo Tommy wird mutmaßlich vorgeworfen, dazu gleich mehr, dass er neben seinen sehr hilfreichen Instagram-Videos Vorsicht vor dieser neuen Betrugsmasche ein interessantes Geschäftsmodell aufgezogen hat. Und ich dachte mir, ich mache jetzt auch nochmal eine Reaktion dazu aus einer anderen Perspektive als Finanzinfluencer und der so die Szene vielleicht auch ein kleines bisschen kennt. Thomas von Finanzfluss hat ja auch schon ein Video gemacht, sehr diplomatisch natürlich, um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen, was es auch bedeutet. Ich glaube, es ist ultra wichtig, sich dazu zu äußern. Ich selbst kann auch nur jeden dazu ermutigen, mal das den jeweiligen Communities etwas näher zu bringen. Und wenn es einfach nur ist, diesen Spiegelartikel und das hier an dieser Stelle, ist jetzt ein Video, was wir uns anschauen vom Spiegel, diesen kompletten Spiegelartikel sich einfach mal zu holen, kostet 1 Euro. Und ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, weil diese Recherche zeigt nochmal einiges. So eine Recherche, die fällt im Übrigen auch nicht vom Himmel. Ich arbeite auch ein bisschen im Journalismus und weiß daher, wenn so eine Recherche rausgeht, das muss schon einigermaßen rechtlich wasserdicht sein. Natürlich ist alles noch nicht bewiesen, aber es ist natürlich schon interessant, dass sowas überhaupt erstmal rausgeht. Nach monatelanger Recherche, da wurden ja ganz viele Leute auch befragt, schauen wir uns doch einfach mal das Video an und ich sage so ein bisschen was während des Videos. Ganz wichtig vorab noch. Ich habe überhaupt keine Aktien im Fall Immo Tommy, also weder habe ich irgendwie ein Produkt, was mit Immobilien zu tun hat, generell habe ich überhaupt kein Produkt, außer vielleicht hier meine Marke und dass ich ein paar YouTube-Videos mache. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, immer das Geschäftsmodell von Finanzinfluencern zu kennen, also was ist eigentlich das Produkt dahinter. Und ansonsten habe ich Tommy zweimal gesehen in meinem Leben, einmal bei Christian Lindner, war so ein Event vom Bundesfinanzministerium. Und einmal auf der Invest in Stuttgart. Beide Male kam er mir sehr authentisch, nahbar und cool rüber. Also kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. Aber ich möchte halt über diese Recherche berichten, weil diese Recherche ist wirklich richtig, richtig gut. Ich kann jedem nur raten, sich mal diesen Spiegelartikel zuzulegen. Kostet 1 Euro und ja, das ist einfach interessant. Aber schauen wir uns doch einfach mal hier das Video dazu an. Lockt mit der Idee, egal wer du bist, auch du kannst ganz einfach Eigentümer werden. Auf TikTok und Instagram bietet er seinen insgesamt fast 2 Millionen Followern auch immer wieder Selbstimmobilien an, die er vermitteln würde, angeblich zu besten Konditionen. Zum Beispiel eine Wohnung im Wert von 1,2 Millionen Euro in Stuttgart, die er so anpreist. Für dieses Objekt haben wir sogar Sonderkonditionen von einer Bank schon bekommen mit 3,5% Zinsen. Wenn du Bock hast, dieses Schmuckstück zu erwerben, dann klick einfach auf den Link in meinem Profil. Doch einige seiner Käuferinnen und Käufer fühlen sich getäuscht und abgezockt. Hohe intransparente Zahlungen und zweifelhafte Konstrukte für die Finanzierung wurden für einige von ihnen zum finanziellen Debakel. Das zeigt eine neue Recherche vom Spiegel gemeinsam mit dem NDR. Ja, es ist halt doch noch gut, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der einfach mal sowas recherchiert. Weil es wird ja immer so gesagt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Gut, dann würden solche Sachen vielleicht auch nicht so einfach rauskommen, wenn sie sich denn bewahrheiten. Ich muss ja immer ein bisschen im Konjunktiv reden, damit es nicht noch rechtliche Abmahnungen gibt. Wir besprechen heute, wie das Ganze offenbar funktioniert und wie Immo Tommy selbst auf die Vorwürfe reagiert. Mein Name ist Maximilian Sepp und das ist Shortcut. Henning Jauernick ist heute bei mir zu Gast, unser Fachmann zum Thema Immobilien beim Spiegel. Herzlich willkommen, Henning. Hallo. Henning, du hast dich mehrere Wochen mit dieser Recherche beschäftigt, hast einige Kundinnen und Kunden von Immo Tommy gesprochen und auch ihn selbst besucht und gesprochen. Wie hat er denn auf dich gewirkt? Ja, also eigentlich ganz nett und zugänglich. Es ist jemand, der auch gerne von sich erzählt, von seinem Leben, auch von seiner schwierigen Kindheit, der auch viel preisgibt und auch über seine materiellen Erfolge durchaus bereit ist zu berichten. Er trug eine sehr auffällige Uhr. Wir haben ihn darauf angesprochen, was das denn für eine Uhr sei. Und da sagte er, eine Audemars Piguet für 120.000 Euro. Also durchaus auch jemand, der seine Erfolge gern zeigt. Und wer Immo Tommy genau ist und was er seinen Followerinnen und Followern versprochen hat, das schauen wir uns jetzt als erstes an. Henning, ich habe Immo Tommy schon ein paar Mal in meinem Feed gesehen, aber ehrlich gesagt relativ schnell weitergescrollt. Also für Leute wie mich, die ihn vielleicht noch nicht so gut kennen, wer ist der Typ eigentlich und was macht ihn so erfolgreich? Ja, also Immo Tommy ist ein Immobilieninfluencer, der einem Tipps gibt, wie man ja, mit Immobilien Geld verdienen kann, wie das Ganze funktioniert. Er gibt aber auch allgemeine Tipps zum Thema Finanzen, private Geldanlage. Wobei ich gleich mal sagen muss, diese Finanztipps, gerade bei Kurzvideoformaten, die Leute, die extrem groß sind, ich meine, ich habe auch sehr große Kanäle, muss man schon immer ein bisschen hinterfragen, wie die eigentlich groß geworden sind. Ja, es geht auch um Immobilientipps bei Tommy, kann ich nur empfehlen, mal auf sein Profil zu gehen, aber natürlich auch ganz viele andere Inhalte. So die erfolgreichsten Videos sind sicherlich einfache Verbrauchertipps, das kann man auch einfach nachschauen, was da so die höchsten Like-Quoten hat. Wusstest du, dass du seit neuestem auch mit über 120 Milliliter Flüssigkeit durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen kommst? Nein? Dann speichere das Video ab und schick das allen Menschen, die jetzt demnächst reisen werden. So baut man vielleicht eben auch Reichweite auf, also nicht nur durch praktische oder durch finanzielle Bildung und Finanztipps. Und das sorgt natürlich dafür, dass man sich auch eine Community ranzüchtet, die eigentlich nicht wirklich Finanzwissen hat, auch wenn man Finanzinfluencer ist.
Lässt es aber nicht bei Erklärfilmchen sozusagen, sondern hat auch noch ein Geschäftsmodell aufgesetzt. Kunden oder Follower können bei ihm Immobilien kaufen und bekommen das All-Inclusive-Paket, also einmal die passende Immobilie, die passende Finanzierung, den Notar, die Sanierung, alles aus einer Hand. Ja, also da wird es halt schon interessant, so alles aus einer Hand im Immobilienbereich, also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Ich meine, ich bin jetzt nicht der krasseste Immobilienexperte, ich habe 2 Wohnungen, aber alles aus einer Hand ist halt immer so ein bisschen schwierig, ob dann wirklich derjenige, der das kauft, eine gute Rendite macht. Und dieses Geschäftsmodell von Immotommy, so, das war mir jetzt ja auch seit Jahren bewusst und ich unterhalte mich da ja auch mit anderen Finanzinfluencern, so was die davon halten oder generell mit Leuten. Und ich dachte halt die ganze Zeit, okay, das ist halt einfach ein Geschäftsmodell, was jetzt vielleicht nicht für seine Follower funktioniert, wahrscheinlich für ihn gut funktioniert. So, das war meine Einschätzung. Und dass das vermutlich aber noch ein bisschen krasser ist, wie jetzt hier gleich rauskommt, das habe ich halt einfach nicht gedacht, dass er so ein dickes Business macht. Und das bietet er seinen Followern über seine Kanäle an. 2022 soll seine Firma insgesamt 163 Wohnungen vermittelt haben, im Wert von angeblich 300 Millionen Euro. Das hat er euch zumindest selber erzählt im Interview. Was hat die Leute denn so sehr bei ihm genau angezogen, dass sie wirklich Hunderttausende Euro über ihn investieren wollten? Naja, er suggeriert, dass es jeder schaffen kann. Also in seinem Instagram-Profil steht ganz oben vom Angestellten zum Millionär in 2 Jahren. Und das zieht natürlich die Leute an. Das ist seine Geschichte, ne? Weil er in relativ einfachen Verhältnissen groß geworden ist und es dann relativ schnell auch geschafft hat, sich eine große Followerschaft aufzubauen und damit auch Geld. Genau, also er ist quasi über Nacht zum Star geworden auf TikTok in der Corona-Zeit hat er angefangen, erzählt auch immer wieder gerne, sein Sohn habe ihn dazu gebracht und hat ein Video gemacht hier, wie ich in eine Immobilie investiert habe und das schlug ein und dann hat er gemerkt, dass das funktioniert und dann wurde er riesengroß auf TikTok und Instagram und hat jetzt inzwischen ja, rund 2 Millionen Follower. Ich habe also quasi gar kein Geld, 0 Euro Startkapital und Immotommy sagt mir aber trotzdem, du kannst dir eine eigene Immobilie leisten. Wie soll das gehen? Genau, also das war sein früheres Produktversprechen, das stand auf seiner Website und die Vermittler, die Immobilien den Kunden dann angeboten haben, haben eine passende Finanzierung mitgebracht in diesen Fällen, die wir uns angeschaut haben von der Schwäbisch Hall. Und tatsächlich wurden die auch ohne Eigenkapital finanziert. Das an sich ist noch nicht verwerflich. Das kann funktionieren. Das ist eben riskant. Das kann sich jeder selbst überlegen. Ja, natürlich ist es riskant. Aber wenn überhaupt eine gute Rendite bei Immobilien rauskommen soll, dann musst du mit relativ wenig Eigenkapital einsteigen. Und eine 100% Finanzierung ist zumindest meines Wissens nach und wie das die meisten erfolgreichen Immobilieninvestoren machen, ja, gang und gäbe. Also wenn dir jemand sagt, kauf mit 50% Eigenkapital eine Immobilie und vermiete die, dann würde ich persönlich eher stutzig werden, weil da kann per se keine gute Rendite bei rauskommen. Ich habe dazu natürlich auch schon mal Videos gemacht und auch Interviews geführt. Aber in diesen Fällen war das schon mal der erste Anstein für uns zu schauen, okay, was hat es denn mit den Finanzierungen wirklich auf sich und dann haben wir eben noch mehr entdeckt. Und da gucken wir jetzt mal genauer hin. Wir haben jetzt also schon ein bisschen erkannt, wer Tommy ist und was er seiner Community erzählt hat. Aber die Erfahrungen einiger Kundinnen und Kunden sahen dann ganz anders aus. Henning, unsere Spiegelkollegin Christina Knirke und du, ihr habt euch 8 Fälle von Kundinnen und Kunden von Immotommy genauer angeschaut und die auch ausgewertet, habt mit den Leuten gesprochen und sie selbst getroffen. Was haben die euch denn erzählt? Ja, also wir haben beispielsweise ein junges Ehepaar getroffen, beide Mitte 30, die eine Kapitalanlage bei Immotommy erworben haben, quasi als Absicherung fürs Alter, auch für ihre 2 kleinen Kinder. Und die fühlen sich jetzt getäuscht und betrogen, weil sie in einem Haus gekauft haben, in dem entsetzliche Zustände herrschen, so wie sie es sagen. Und das haben wir uns dann auch näher vor Ort angeschaut. Wie sah es dort denn genau aus? Ja, also entsetzliche Zustände muss man sagen tatsächlich, also herausgebrochene Platten, am Podest der Eingangstür, damit ging es los. An der Seite Müllsäcke, Müllberge ohne Ende, der Garten total zugerümpelt, alte Reifen, Schrott. Und die Wohnung an sich war noch ganz passabel, okay, diese eine Eigentümerin, aber das Schlimmste war dann im Keller. Also sehr viele schwarze Stellen, offene Stellen, das sah schon sehr, sehr übel aus. Das war jetzt diese eine Immobilie, die ihr auch selber gesehen habt, ich glaube in Tuttlingen bei Stuttgart. Was haben denn die anderen Kundinnen und Kunden erzählt? Gab es da ähnliche Zustände in den gekauften Immobilien? Ja, also tatsächlich erzählen alle das Gleiche. Also in diesem Mehrfamilienhaus, in dem wir waren, haben mehrere Immotommy-Kunden gekauft und die erzählen nicht nur oder sind alle nicht nur wahnsinnig genervt oder schockiert, was die Zustände der Wohnung anbelangt oder des Hauses anbelangt, sondern auch die Hausverwaltung funktioniert nicht, der Ablauf mit den Mietern, Miete wird teilweise nicht gezahlt oder verspätet und all dieses kommt dann sozusagen zusammen, dass alle im Endeffekt gesagt haben, dieses Produktversprechen, alles aus einer Hand, wir kümmern uns darum, das läuft. Das sagen halt alle, hat in keinster Weise geklappt, im Gegenteil, also die sind wahnsinnig, ja, mit den Nerven am Ende und haben da eine Immobilie, die ihnen quasi über den Kopf wächst. Okay, das ist halt spannend, erstmal aus der Sicht der Leute. So, die werden ja sogar happy mit dem alles aus einer Hand, egal wie viel Geld dabei rauskommt. Hauptsache, sie haben eine Immobilie. Da kann ich nur so aus Finanzexperten-Sicht sagen, Leute, das ist überhaupt nicht schlau, sowas zu machen. Holt euch bitte keine Wohnung, vor allem nicht als Kapitalanlage, wenn ihr einfach nur Bock habt, eine Wohnung zu haben, weil es muss sich rechnen als Kapitalanlage. Ansonsten bitte investiert in breit gestreute ETFs oder macht was anderes mit eurem Geld. Das ist dann deutlich sinnvoller, da kommt mehr Rendite bei raus. Aber das ist natürlich auch ein selten doofes Vorgehen. Aber zu diesem Vorgehen der einzelnen Leute und was das überhaupt im Gesamtkontext bedeutet, dazu auch noch gleich mehr.
Lass uns doch nochmal genau drauf schauen, wie dieser Immobilienkauf ablief, weil das ja schon relativ ähnlich war bei den Kundinnen und Kunden, mit denen ihr gesprochen habt. Ne? Ja, also man kann sagen, es läuft immer gleich ab. Also die Follower haben sich quasi über die Social-Media-Kanäle eingetragen als Interessenten. Immobilie bei mir kaufen steht dort auch in der Bio, also in der Instagram-Bio. Dann kommt man auf eine Webseite, trägt sich ein und wenig später meldet sich dann ein Vertriebler. Und der bietet dann nach einem Kennenlerngespräch Objekte an und nicht nur Objekte, sondern eben auch eine passende Finanzierung, nämlich der Schwäbisch Hall, den passenden Notar, auch in allen Fällen der gleiche und sozusagen das Rundum-Paket. Und es findet alles in unseren Recherchen zufolge telefonisch statt. Also es gibt Exposés, aber unvollständig, da steht eigentlich kaum was drauf. Und nach dem Telefonat oder nach mehreren Telefonaten, wenn die Käufer dann sagen, ja, okay, machen wir, dann geht es relativ schnell. Dann trifft man sich beim Notar und dann wird unterzeichnet. Und in einem Fall war es sogar so, dass die Besichtigung erst am Tag des Kaufpreises war, vor dem Notartermin, was ja ein Unding ist. Und in einem anderen Fall gab es gar keine Besichtigung. Ja, ist natürlich nicht besonders schlau, auch so nicht die Unterlagen zu prüfen, aber ist natürlich auch ein ganz komisches Vorgehen der Leute. Möchte man meinen, ist natürlich auch so, aber im Großen und Ganzen darf man halt nicht vergessen, wenn jemand auf Social Media aktiv ist und auch schon jetzt über eine gewisse Zeit und dann auch das natürlich gut macht, so mit den Marketingmaßnahmen im Hintergrund, Europas größter Immobilieninfluencer oder auch mal unabhängig von Tommy, dann haben die Leute natürlich einen enorm großen Trust-Faktor. Also du hast einen sehr großen Vertrauensvorschuss und wenn dich dann auch noch ganz viele andere Leute und Medien die ganze Zeit einladen, also Immo-Tommy wurde ja auch vom Handelsblatt eingeladen, was mich auch schon damals tatsächlich gewundert hat, auch bei Christian Lindner war er ja auch wie ich, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Wenn jemand nämlich viel Reichweite hat, sorgt das einfach dafür, dass er relativ unkritisch betrachtet wird, weil auch so Medien denken einigermaßen opportunistisch, ist meine Erfahrung zumindest und das funktioniert generell in allen Bereichen so. Wenn du Reichweite mitbringst, hast du halt immer schon mal einen Vorteil. Und da müssen sich auch mal diese ganzen Medienvertreter hinterfragen. Ich habe jetzt auch schon mal beim Handelsblatt gefragt, was das eigentlich bedeutet, ob das vielleicht mal irgendwelche Konsequenzen gibt. Der Spiegel anscheinend hat jetzt was ziemlich Spannendes rausgefunden mit einfach mal ein bisschen Recherche. Ist eigentlich auch die Aufgabe von anderen Medien. Wieso ist das eigentlich nicht schon früher passiert, dieses Geschäftsmodell? Ich meine, gibt es jetzt auch schon seit 3 Jahren. Ob das jetzt irgendwie strafrechtlich relevant ist und diese ganzen Sachen, das haben wir dahingestellt. Aber einfach darüber zu berichten, das wäre schon mal sehr hilfreich gewesen für ganz viele Menschen. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, da gab es ein Netzwerk, was sich um Immo-Tommy und seine Firma quasi entsponnen hat. Wer gehörte denn da alles dazu? Ja, also nach seinen eigenen Angaben sind es 17 Vermittler, die für ihn in seinem Namen arbeiten. Diese Menschen bieten dann eben dieses Gesamtpaket an, dieses All-Inclusive-Paket. Und dazu gehört eben auch immer derselbe Notar, immer derselbe Finanzierungsberater, der Schwäbisch Hall. Und unseren Recherchen zufolge ist das dann quasi das Netzwerk Immo-Tommy. Und wisst ihr auch, wie viel dann in seine eigene, also in Immo-Tommys Tasche selbst geflossen ist? Und wofür hat er das Geld dann genommen? Ja, das können wir nicht so ganz klar sagen. Also wir haben 2 Kaufverträge, in denen wir ganz klar sehen, dass ein großer Anteil des Kaufpreises direkt an ihn floss. Wofür bleibt aber unklar. Also das Wort Provision taucht in den Kaufverträgen nicht auf. Wir haben ihn gefragt, wofür das Geld fließt, für welche Leistung er das Geld bekommen hat. Und darauf haben wir keine Antwort erhalten. Wie geht's denn den Betroffenen heute? Also die Leute, die sich betrogen fühlen von ihm, haben die noch irgendeine Möglichkeit, mit diesem Schaden gut umzugehen? Ja, also erstmal geht's denen sehr schlecht. Die sind wahnsinnig gestresst. Die haben jetzt mehrere 100.000 Euro Schulden bei der Bank, haben investiert und es läuft alles nicht so wie gewünscht. Im Gegenteil, es ist für die ein Fiasko. Sie haben Angst, da in finanzielles Debakel zu geraten oder sind schon drin. Und jetzt prüfen die Leute, was sie tun können. Also es haben auch schon sich welche rechtlichen Beistand geholt. Was denkt ihr denn, wenn ihr die Geschichten der Betroffenen hört? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare bei YouTube. Ja, das ist natürlich ein guter Einwurf hier. Was denkt ihr dazu? Ihr könnt es auch mal hier reinschreiben. Was denkst denn du dazu? Also es ist natürlich, man denkt jetzt nichts Positives darüber, auch den Artikel einfach lesen. Es ist sehr, sehr bedrückend tatsächlich, diese Einzelschicksale. Man muss sich halt überlegen, und das ist einfach auch, was ich mit diesem Video eigentlich vermitteln möchte. Es ist alles super schlimm, wie die Leute darauf reinfallen, aber wir brauchen in Deutschland mehr Finanzbildung. Wir brauchen mehr Kanäle, die sinnvolle Arbeit leisten und nicht irgendwelche random Verbrauchertipps dadurch groß werden und dann ein Geschäftsmodell aufziehen und sich sehr, sehr viel Geld in die Tasche stecken. Und damit meine ich jetzt nicht Immo-Tommy, aber es gibt eben auch noch so ein paar andere Kandidaten, wo ich jetzt auch eher kritisch drauf blicken würde, was sind das für Inhalte, was sind das für Communities und was wird diesen Communities erzählt. Und die BaFin, die reguliert das natürlich nicht. Das heißt, es ist auch so ein bisschen einfach eine selbstregulierende Sache. Es gibt zum Beispiel jetzt immer noch andere Kanäle oder andere Finanzinfluencer, die haben Tommy auf ein Event eingeladen jetzt in Zukunft. Oder er ist da immer noch eben präsent. Auch diese Videos existieren noch, wo er eben als großer Finanzexperte angekündigt wird. Und es ist natürlich schon fraglich, egal wie sich das bewahrheitet oder nicht, versuche ich jetzt, dass so dieses ganze Thema vielleicht so ein bisschen untergeht und dann kann ich doch wieder von der Reichweite von Immo-Tommy profitieren oder wie stelle ich mich da eigentlich auf und positioniere mich und sage vielleicht auch einfach, ja okay, wer solche Geschäftspraktiken unternimmt, den möchte ich vielleicht auch nicht auf meine eigenen Follower loslassen. Ich finde, es zeigt auch ziemlich viel über einen selbst.
Ja, also ich finde das alles ein bisschen fragwürdig tatsächlich, wenn man sich da auch nicht distanziert oder einfach gar nichts dazu sagt. Henning, du hast eben schon angerissen, einer der Kunden, der über Immotommys Vermittler eine Immobilie gekauft hat, der klagt jetzt gegen den Verkäufer. Was war da genau los? Was wirft er ihm vor? Ja, also das Geschäft ist relativ komplex gewesen. Wir haben das genau aufgedröselt. Das steht auch so in unserer Geschichte. Also da kann man das dann in Ruhe nachlesen. Die wir in der Beschreibung verlinken natürlich. Genau. Und ich versuche jetzt nur, den Kernvorwurf einmal zusammenzufassen. Also dieser Käufer, der über Immotommys Vermittler ein Objekt gekauft hat, hat zwei Wohnungen erworben für 566.000 Euro. Also schon eine Stange Geld. Und danach fiel ihm auf, irgendwas stimmte nicht mit dem Baujahr in den Unterlagen. Da hat er selbst Nachforschung angestellt und hat festgestellt, dass dieselbe Immobilie, also seine Immobilie, 6 Monate vor seinem Kauf verkauft wurde für 266.000 Euro. Und er hat jetzt 566.000 bezahlt, also mehr als das Doppelte. Und genau wie du reagierst, hat sein Anwalt reagiert. Der prangert vor Gericht jetzt ein Wuchergeschäft an, weil er das für ein Wucher hält, also eine Immobilie 6 Monate später für mehr als das Doppelte weiterzuverkaufen. Und dieser Fall liegt jetzt vor dem Landgericht Rottweil. Da muss man nochmal sagen, es war nicht Immotommy selbst, der das verkauft hat, wie bei ja allen Geschäften, sondern es waren Vermittler von Immotommys Firma und dann ein dritter Verkäufer, der das weiterverkauft hat an den Käufer. Genau, und dieser Verkäufer taucht aber in unseren Recherchen auch an anderen Stellen auf. Also der trat beispielsweise in diesem Tuttlinger Mehrfamilienhaus als Ansprechpartner für alle auf. In anderen Fällen und auch in diesem Fall trat er in Vollmacht für den Verkäufer auf. Also auch dieserjenige hängt offenbar mit dem Netzwerk Immotommy zusammen. Ihr habt Immotommy auch selbst mit den Vorwürfen konfrontiert. Was sagt er denn dazu? Ja, er wies alle Vorwürfe zurück, ohne ins Detail zu gehen, und ließ über seine Anwältin mitteilen, dass er zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen und seriös Stellung nehmen könne. Ihr habt auch die Kreditverträge, die die Schwäbisch Hall einerseits, aber auch verschiedene Banken mit den Kundinnen und Kunden abgeschlossen haben, einem Verbraucherschützer vorgelegt und von ihm analysieren lassen. Alexander Kreuzig aus Hamburg, der Immobilienexperte ist, und er hält das Ganze für einen Skandal. Warum genau? Ja, also er hat alle Fälle sich genau angeschaut und er sagte uns, dass quasi alle Beteiligten an den Verträgen verdienen, nur eben die Kunden nicht. Er sieht, dass die Kunden da über den Tisch gezogen worden sein sollen, weil die gesamte Kaufsumme beispielsweise über einen Bausparvertrag finanziert wurde. Das heißt, die Leute tilgen jahrelang, jahrzehntelang gar nicht ihre Schulden, und da entstehen enorme Risiken. En Detail ist das im Text erklärt, aber das ist der Kernvorwurf, dass diese Finanzierungskonstrukte eben extrem nachteilig sind für die Kunden. Ja, das ist natürlich schon crazy, wenn man sich überlegt, ich mache Content auf Social Media. Also so diese Customer Journey ist halt richtig witzig. Ich mache Content auf Social Media, dann werden Leute auf mich aufmerksam, dann mache ich vielleicht noch ein kostenloses Webinar. Dann, nach diesem kostenlosen Webinar, bringe ich ja schon die Leute dazu, irgendwie in mein Coaching zu kommen für ein paar tausend Euro, um ihnen dann Full Service eine Immobilie zu verkaufen, die dann anscheinend vermutlich, wie es jetzt rauskommt, überteuert ist. Also auch sagt die Recherche, teilweise 50% teurer als marktüblich, was natürlich verrückt ist, wenn man sich ein bisschen mit dem Immobilienmarkt beschäftigt, eine Wohnung über 50% über Marktwert zu kaufen. Dass sowas auch passiert, ist auch, ja, also die Leute sind natürlich in gewissen Teilen selbst schuld, aber sie haben da eben einfach auf Immotommy und seine Seriosität vertraut. Dann auch noch eine ganz hohe Provision versteckt an Immotommy zu zahlen, was natürlich ja eh fragwürdig ist, um dann auch noch Probleme mit den Immobilien zu haben, also Schrottimmobilien. Ich habe hunderttausende Euro gezahlt und jetzt finde ich teilweise nicht mal einen Mieter, habe irgendwie die monatliche Belastung, muss das ja, zahle auch noch die Zinsen ab. Und wenn man sich auch da einliest, so wie diese Finanzierungsverträge gestaltet sind, auch das ist überhaupt nicht Standard in der Immobilienbranche. Also per se ist es jetzt, man könnte das machen mit so einem Bausparvertrag. Da gibt es auch Leute, die sagen, ja, das habe ich auch mal in der Vergangenheit gemacht. Aber es lohnt sich meistens halt einfach nicht. Deswegen ist eh fraglich, ob man das machen sollte. Aber so wie diese Finanzierungsverträge gestaltet wurden, ist es anscheinend nochmal schlechter für die Kunden. Und auch damit habt ihr die Unternehmen konfrontiert. Was haben die euch geantwortet? Ja, also weder die Banken noch die Schwäbisch Hall wollte sich zu Einzelfällen äußern wegen Bankengeheimnis und Datenschutz. Kommen wir nochmal zurück auf die Kundinnen und Kunden. Also wie bewerten die denn jetzt im Nachhinein ihre ganze Investition da? Haben die sich auch blenden lassen von den Versprechungen von Immotommy? Ja, also eine Käuferin formulierte das genau so und sagte, sie hätte sich da wohl blenden lassen vom Erfolg von den Millionen Followern. Und auch ein anderer junger Käufer sagte das, er hätte mehr hinterfragen müssen. Man muss halt immer auch verstehen, wenn man in sozialen Medien aktiv ist, wo kommt der Reichtum oder der Erfolg einer Person her? Und kommt es durch besonders schlaue Immobiliengeschäfte oder kommt es dadurch, dass ich halt besonders gut Social Media mache und dadurch halt viele Kunden ranziehe und dann mit denen ein großes Geschäft mache? Und das muss man sich halt einfach, egal wer was macht auf Social Media, muss man sich halt immer die Frage stellen, was ist denn eigentlich das wirkliche Geschäftsmodell dahinter? Weil mit Social Media an sich kann man ein bisschen Geld verdienen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann man auch gut von leben tatsächlich im Jahr 2024. Aber
Das richtig große Geld lässt sich natürlich meistens damit verdienen, wenn man seinen Followern irgendwas direkt verkauft. Vielleicht noch als Eingrenzung, ist auch okay, finde ich, seinen Followern was zu verkaufen, wenn da wirklich ein guter Mehrwert dahinter ist und wenn die Leute was davon haben. Aber man darf auch nicht vergessen, das sind alles Menschen, die zum ersten Mal eine Immobilie gekauft haben, die noch nie so eine große Summe investiert haben und die dachten, okay, so funktioniert das eben, die sich darauf verlassen haben, dass das alles schon so passen würde und dann eben, ja, ging die Sache nach hinten los. Dann gib uns doch gerne nochmal so ein paar Tipps, worauf man achten sollte beim Immobilienkauf, damit es nicht nach hinten losgeht und was auch so Red Flags sind, wo man wirklich aufpassen sollte. Ja, also wir haben ja jetzt in den Fällen gesehen, die wir recherchiert haben, dass man auf jeden Fall vorsichtig sein sollte, wenn einem jemand das Blau vom Himmel verspricht und sagt, hier nur unterschreiben, dann wird alles gut und alles passt. Da sollte man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Also immer verschiedene Experten womöglich zu Rate ziehen. Ein Gutachter beispielsweise kann Sinn machen, aber auch einen Verbraucherschützer, dass man sich da mal vorab beraten lässt vor so einem Kauf und den auch mal auf die Verträge draufschauen lässt. Und genauso, wenn man eine Immobilie zur Kapitalanlage kauft, in einem Mehrfamilienhaus ein Objekt oder eine Wohnung vermieten will, auf jeden Fall die Eigentümerversammlungsprotokolle, die letzten drei sagt man, sich organisieren, da zu schauen, was war da los in dem Haus, was wurde schon saniert, dass eben dann einem nicht das böse Erwachen droht. Jetzt haben wir viel über Immotommy und sein Netzwerk gesprochen. Ich würde mit dir gerne zum Abschluss noch unseren Shortcut-Schnellcheck machen und dir drei kurze Fragen stellen. Ja, jetzt kommt noch so ein Shortcut am Ende. Ich glaube, das Wichtige haben wir schon so ein bisschen mitgenommen. Also diese ganze Story ist natürlich sehr fragwürdig. Es stehen auch viele rechtliche Sachen natürlich jetzt schon mittlerweile im Raum. Ist das sittenwidrig und vielleicht sogar Betrug? Aber das sind jetzt alles Mutmaßungen. Das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen an dieser Stelle. Ich finde es natürlich persönlich einen riesigen Skandal, von verschiedenen Ebenen. Also wie kann es sein, dass ich, wenn ich Reichweite habe, dass mir ja die Welt zu Füßen gelegt wird und ich, es wird auch gar nicht auf die Inhalte geschaut, wie mehrwertig sind einfach Inhalte. Das ist generell, was mir auffällt. Leute beschäftigen sich gar nicht krass mehr mit Inhalten und mit Personen wirklich, sondern schauen einfach nur, ja, okay, jemand hat viel Reichweite, okay, komm, den lade ich ein, ja. Immotommy ist ja auch durch tausende Podcasts gesprungen, auch beim Tim Gabel Podcast und bei ganz vielen anderen Sachen. Das ist natürlich eine Sache, also die Medien tragen eine riesige Mitschuld aus meiner Sicht, immer dieses Pushen, Pushen, Pushen. Und am Ende brauchen wir einfach mehr finanzielle Bildung. Am besten wäre natürlich irgendwas aus staatlicher Hand, vielleicht das Schulfach Finanzen in den Schulen. Das würde schon mal sehr stark helfen, dafür plädiere ich auch immer. Das kommt aber leider nicht, weil Bildung ist Ländersache. Deswegen brauchen wir bis dahin gute YouTube-Kanäle, gute Recherchen wie diese hier. Und ja, wenn du weitere hilfreiche Finanzvideos von mir sehen möchtest, Interviews mit Finanzexperten und vieles weitere gibt es hier auf YouTube. Kannst mir auch bei Instagram und TikTok folgen. Und bitte auch ganz wichtig, teil dieses Video, nicht nur dieses, sondern auch dieses, dass es ein bisschen bekannter wird noch die Story. Es schadet einfach nicht, da ganz viel Licht drauf zu werfen, weil wo viel Schatten ist, ist umso besser, wenn da mehr Licht dahinter kommt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.